Alrighty, machen wir weiter mit der Kammer des Schleckens. Na, warum klicke ich eigentlich immer auf die Türen, wenn ich da rein will? Ich weiß doch, dass das so nicht geht. Da wären wir also, die Kammer der Hoffnung. Hier scheint eine wärmere Atmosphäre zu herrschen als in den anderen Räumen. Wisst ihr, es fühlt sich komisch an, tatsächlich hier drin zu sein. Im legendären Richmond Court, über den es schon seit so vielen Jahren so viele Gerüchte gibt. Findest du nicht auch, Ernest? Ernest? Hallo, Bodenstation an Nadelstreifen. Oh, meine Güte, tut mir leid. Komm schon, Ernest, pass doch mal auf. Also dann, das Rätsel. Bürgermeisterin Lovonida und Mr. Heller sind da drüben, schaut mal. Sie sind so darauf konzentriert, das Rätsel zu finden, dass sie uns gar nicht bemerkt haben. Hier gibt es nirgendwo auch nur die Spur eines Rätsels, Bernard. Keine Sorge, Pip, wir finden es noch. Merken Sie sich meine Worte. Sie haben recht, das Wichtigste ist, sich nicht aus der Fassung bringen zu lassen. Warum sind Sie denn so aus der Fassung? Ich meine, ich weiß, dass unser gesamtes Vermögen auf dem Spiel steht, aber trotzdem, Sie wirken irgendwie angespannt. Es ist der Richmond-Schatz, wissen Sie? Es ist wohl diese Verbindung, bei der mir nicht ganz wohl zumute ist. Wenn ich die Zeit zurückdringen könnte, dann würde ich das, was wir vor 10 Jahren getan haben, ungeschehen machen. Auch wenn ich damals jung und unerfahren war, ist es doch keine Entschuldigung. Aber wir sitzen doch alle im gleichen Boot. Ich meine, wir haben alle unseren Teil dazu beigetragen, oder nicht? Das haben wir, und das schließt mich mit ein. Wenn der Richmond-Schatz wirklich existiert, so wie Lord Gridrow behauptet, dann will ich, dass er in die richtigen Hände kommt, dorthin, wo er hingehört. Deshalb muss ich ja auch dieses Rätselspiel gewinnen. Tja. Man muss schon gewinnen wollen, das stimmt. Also, suchen wir dieses verdammte Rätsel, ja? Was hat es Ihnen denn getan, Bernard? Sie suchen also noch immer danach. Ja, Sie scheinen es nicht gefunden zu haben. Gehen wir los und sprechen wir mit Ihnen. Okay. Wie kommen Sie voran, Pip? Hatten Sie schon Glück, Bernard? Cat, oh, da sind Sie ja. Oh, Sie kommen gerade zur rechten Zeit. Wir können hier nirgendwo ein Rätsel finden. Ja, Sie scheinen wirklich Probleme zu haben. Ja, das schon, aber wir haben nicht vor, einfach aufzugeben. Darf ich fragen, warum Sie beide zugestimmt haben, an dieser Feier teilzunehmen? Sie wirken auf mich nicht wie Menschen, die sich zu etwas zwingen lassen, was sie nicht tun wollen. Keiner von Ihnen beiden. Oh, Sie kennen mich zu gut, Catriel. Ich bin eine echte Löwin, wenn es um Partys geht. Ha, das kann man wohl laut sagen, Pip. Und wie hätte ich so etwas ablehnen sollen? Unterhaltung dieser Größenordnung ist doch schlicht unbezahlbar. Ist das so? Mir kommt es nämlich vor, als gäbe es noch einen anderen Grund. Immer im Dienst, was, Cat? Sie können einfach Ihren scharfen Verstand nicht ausstellen. Doch, das ist jetzt egal. Wir müssen uns darauf konzentrieren, erstmal dieses Rätsel zu finden. Können Sie uns bitte helfen, Catriel? Nun ist, hier vielleicht obvious stuff? Das ist interessant. Kerzen. Ich frage mich, warum es 4 Kerzen gibt, obwohl der Raum doch durch eine Lampe an der Decke ausreichend beleuchtet wird. Ja, das ist seltsam. Ich bin mir sicher, dass sie noch nicht brannten, als wir in die Kammer kamen. Ist klar. Dann muss sie jemand angezündet haben. Die Frage ist nur, wer? Oh, das war wohl ich. Ich dachte mir, sie könnten etwas mit dem Rätsel zu tun haben, nachdem wir suchen. Also habe ich sie angezündet, aber nichts ist passiert. Ich verstehe. Trotzdem stört mich irgendetwas irgendwie an diesen Kerzen. Und es ist auch etwas komisch. Dass es eine Nut in der Tischplatte gibt. Ich habe fast den Verdacht, dass sie mehr als nur eine Dekoration ist. Eine Hinweismünze. Ob das wohl das offensichtliche Rätsel ist? Wer weiß das schon. Ob hinter dem Spiegel wohl die Tür zur Verliererstraße aufgeht? Wer weiß das schon. Ob hier ein verstecktes Item ist? Ein königlicher Kiel. Jetzt der Nut-Button wäre perfekt. Ja, habe ich leider nicht. Ich könnte kurz Chris fragen, ob er den noch hat. Aber da Mu in Hamburg wohnt, ist das ein bisschen weit weg.
So, nehmen wir dieses offensichtliche Rätsel. Diese Tafeln hier scheinen auch fehl am Platz zu sein, findet ihr nicht? Ich frage mich, wozu sie dienen. Oh, da ist doch etwas faul. Meinst du, es könnte irgendeine Verbindung zum Rätsel geben, Miss? Hm, das ist interessant. Diese Tafeln sind an manchen Stellen durchsichtig. Und sie sind in etwa so dick wie... Ich frage mich, ob... Hatten Sie einen spontanen Durchblick, Catriel? Wenn Sie wegen dieser Tafeln so aufgeregt sind, mache ich Ihre Idee ja nur ungern zunichte, aber ich habe sie schon überprüft und es gab keine Spur von einem Rätsel oder so. Diese Tafeln sind genauso dick wie die Nut der Platte des Tisches mit Kerzen. Ich glaube, wir müssen nur die Tafeln und die Kerzen richtig aufstellen, um das Rätsel zu lösen. Na dann, nuten wir mal. Nut, nut. Das Rätsel der Hoffnung. Auf dem Tisch stehen 5 Platten aus Buntglas. Stelle 4 von ihnen auf dem Tisch auf und verwende das Licht der Kerzen, damit das englische Wort Hope für Hoffnung zu sehen ist. Okay. Aber das E passt nicht. Ah, ich kann sie drehen. Okay, dann bin ich hiermit vielleicht doch noch nicht fertig. Das ist nicht wirklich ein H, was ich hier habe, ne? Das ist schon gerade ganz großer Unfug. Ah. Aber ich sehe hier halt schon ein E drin. Mu hostet mich gerade im Autohost? Hm, okay. I'll take it. Also es ist schon klar, dass es um die dunklen Bereiche geht. So viel habe ich verstanden. Oder ist das E? Könnte auch das E sein. Ich glaube, das ist eher das H, um ehrlich zu sein. Und das ist das E. Aber was ist das P von beiden? Warte, ich glaube, wir ignorieren einfach den äußeren Rand, oder? Ist es das? Wenn wir den äußeren Rand komplett weglassen? Und dann das Ding so drehen? Ne, haben wir hier aber ein F. Also muss es so sein. So rum und dann haben wir das P. Ha. Jetzt weiß ich, wie man das löst. Und so macht man das. Not. Voll hübsch. Es ergibt also Hope, das englische Wort für Hoffnung. Die Antwort hätte ich haben können, ohne die Kammer je zu betreten. Aber das ist seltsam. Wo ist sie denn nur? Was ist denn los? Das Rätsel haben wir jetzt gelöst. Sollten wir uns nicht auf den Weg in die nächste Kammer machen? Noch nicht. Als wir die anderen beiden Rätsel gelöst haben, fanden wir immer eine seltsame Nachricht, oder? Beide Male. Ach ja, dieses Gefasel. Du meinst also, dass es auch hier irgendwo eine Nachricht geben sollte? Sehr wahrscheinlich schon, ja. Aha, hab sie gefunden. Hinten auf einer der Tafeln gibt es winzige Schriftzüge. Schau mal, Ernest, wenn du so freundlich wärst. Oh ja, Miss, sofort. Die Steine vom Roten Berg erstrahlten wie ein Leuchtfeuer der Hoffnung. Sie hätten neuen Reichtum schenken können.
Der Mann dachte, das Schicksal wäre ihm hold, bis... Bis? Das war's, Miss. Der Satz ist unvollständig, fürchte ich. Oh nein! Jetzt will ich wirklich wissen, was als nächstes passiert. Haben Sie das gehört, Pip? Ja, die Steine vom Roten Berg, ein Leuchtfeuer der Hoffnung. Es ist alles so offensichtlich. Ah, ich hasse es, wenn das Ende offen bleibt. Aber wir sind jetzt wohl raus aus dem Rennen, oder? Ja, wir konnten das Rätsel nicht lösen. Also haben wir verloren. Daher bin ich raus. Ich sehe, dass Sie alle sich am Rätsel versucht haben, aber nicht alles erfolgreich lösen konnten. Jene, die am Rätsel gescheitert sind, haben verloren. Für sie ist die Sache hier zu Ende. Sie müssen die Kammer verlassen und der Verliererstraße folgen. Auf diese Regeln haben sie sich eingelassen. Hier wird aber viel über Scheitern und Verlieren gesprochen, oder? Ja, nun, wir haben unser Vermögen verloren, Bernhard. Aber, ich meine, das wird mich nicht von der Arbeit als Bürgermeisterin abhalten. Das ist die richtige Einstellung. Vielleicht ist es sowieso an der Zeit, dass ich das Geschäft aufgebe. Ich wollte schon immer meine eigenen Filme drehen. Dann kommen Sie, Pip. Für uns geht es da lang. Ja, allerdings. Sie scheinen sich ja schon... Was? Sie scheinen sich ja fast schon zu freuen, dass Sie alles verloren haben. Tja, ich schätze, wenn zum Leben mehr gehört als nur Geld, stört es vielleicht gar nicht so sehr. Miss Layton? Sure. Was ist denn, Nadelstreifen? Also, gehen wir in die nächste Kammer, ja? Ja, die nächste Kammer sollte die letzte sein, oder? Vielleicht erfahren wir dort endlich, worum es bei diesem Rätselspiel eigentlich ging. Ja, erstmal sollten wir wieder raus in den Flur. Ha, gute Idee. Gut. Ach so, warte. Es muss hier noch ein verstecktes Rätsel geben. Oder? Ja. Nehmen wir noch eine Hinweismünze. Nicht, also ja, hier ist wieder das Wappen, das ist klar. Ah, hier oben. Na, komm schon. Oh, was für ein auffälliger Kronleuchter. Der würde sich in jedem Zimmer ganz wundervoll machen. Du möchtest also einen Kronleuchter im Büro, das wissen wir alle. Oh, war das so offensichtlich? Ich würde behaupten, dass Sherlock deine Gedanken gelesen haben muss. Miss, was für ein Detektiv. Wenn du so ein guter Spürhund bist, Churl, dann schauen wir doch mal, wie du mit diesem Rätsel klarkommst. Was für eine Party. 30 Personen haben eine Party besucht. Offenbar war das vor Corona. Einige haben die folgende Aussage getroffen. Mann A. Es war eine berühmte Sängerin dort. Aber sie ist keine Firmenangestellte. B. Ich bin zur Party gegangen. Aber ich bin keine Angestellte. C. Die Mutter des Chefs war auch auf der Party. Was ist die maximale Anzahl der Firmenangestellten, die die Party besucht haben? Weil halt einfach die Sängerin gleichzeitig die Mutter des Chefs ist und keine Angestellte. Also und halt Frau B ist. Ah nee. Ah ja doch. Frau C sagt halt einfach was über Frau B aus. Mann A sagt was über Frau B aus. Ich würde sagen 29. Das kann halt alles dieselbe Person sein. Easy. Ich fresse solche Rätsel zum Frühstück. Ich will einen Hund als Detektiv. Alrighty. Du denkst nicht ernsthaft darüber nach, einen Kronleuchter ins Büro zu hängen, oder?
Ich glaube, ich bräuchte erst einmal ein größeres Büro. Es würde ja nichts bringen, wenn die Lampe das ganze Zimmer verdunkeln würde. Gilbert. Es hat gerade schon so ein bisschen was von Cluedo, oder? Also der Plan? Da wären wir wieder. So, wollen wir mal sehen. Welche Kammer probieren wir als nächstes? Es ist doch nur noch eine übrig. Ah, ich weiß, ich weiß. Ich wollte dich nur veräppeln, Sherl. Dann gehen wir in die Kammer des Verrats. Ja, wir waren in der Kammer des Roten Bergs, in der Kammer der funkelnden Steine und in der Kammer der Hoffnung. Die letzte Kammer fühlt sich aber ganz anders an, oder? Ja, und sie hat so einen einladenden Namen. Das klingt recht unheilverheißend. Wir können jetzt wohl nicht mehr den Schwanz einziehen, oder? Nicht, nachdem wir so weit gekommen sind. Natürlich nicht, Ernest. Also, sollen wir? Ja, durch die purpurne Tür zur Kammer des Verrats. So, diesmal klicke ich nicht auf die Tür. Mein Gott, ist das hässlich. Hey, jemand hat vergessen, das Licht anzumachen. Diese ganzen Gemälde an den Wänden sind wirklich imposant, oder? Nein. Aber in der Kammer selbst ist die Stimmung eher bedrückend. Mit den umgeworfenen Möbeln und den leeren Bilderrahmen, die überall verstreut sind. Oh, da ist jemand im Dunkeln da drüben. Ich kann nur nicht erkennen, wer. Es ist einfach die Frau von Doppelfuhn, die so fett ist, das Ganze. Also, dass sie... Sie hat so viel Schwerkraft entwickelt, dass sie halt das Licht anzieht. Und so den Raum verdunkelt. Ha, keine Sorge, Ernest. Das ist die letzte Kammer und uns fehlt nur noch ein Löwe. Oder vielmehr eine Löwin. Das muss Frau von Doppelfund sein. Oh, ja, aber sicher doch. Wie dumm von mir. Sieht so aus, als hätte uns die gnädige Frau noch nicht entdeckt. Nein, nicht hier. Und hier ist es auch nicht. Wo auf Erden ist denn nur dieses elende Rätsel? Ich kann es nirgendwo finden. Sie ist sogar noch knurriger als sonst. Frau von Doppelfund wird als Anführerin der sieben Löwen betrachtet. Ich schätze, sie ist auch die reichste von ihnen. Deshalb hat sie durch das Spiel auch am meisten zu verlieren. Ich vermute, dass sie deshalb so wild entschlossen ist. Ich frage mich. Ich glaube, wir sollten uns mal mit ihr unterhalten. Komm mit, ihr beiden. Ob das wohl das Rätsel hier hinten ist? Also das eigentliche Ding und ob hier wohl die Sachen sind, die wir dazu packen müssen? Guten Abend, Frau von Doppelfund. Wir hatten uns schon gefragt, wohin Sie verschwunden sind. Aber Sie werfen einen unheilvollen Schatten voraus oder so. Catriel, Liebchen, wie lange sind Sie denn schon in dieser Kammer? Ich dachte, niemand anders hätte sich Sie ausgesucht und ich könnte in Ruhe Rätsel suchen, aber ich hatte kein Glück. Ich frage mich langsam, ob unser geheimnisvoller Gastgeber vielleicht vergessen hat, hier ein Rätsel zu verstecken. Das würde ich bezweifeln, gnädige Frau. Ja, Lord Gridrow erscheint mir wie jemand sehr Penibles. Ich bin mir sicher, dass hier irgendwo ein Rätsel ist. Im Englischen sind es die Seven Dragons. Spannend. Oh, das ist wirklich ärgerlich. Ich muss einfach dieses Rätsel lösen. Wenn ich alle Rätsel löse, dann erhalte ich den Richmond-Schatz. Ansonsten würde ich das Versprechen brechen, das ich vor all diesen Jahren gegeben habe. Ein Versprechen brechen? Oh? Frau von Doppelfund, es scheint, als ob Sie... Es scheint, dass Sie alle sieben, die heute hier abends zugegen sind, eine tiefe Verbindung zu Lord Gridrow und Mr. Richmond selbst haben. Oh, Catriel, Liebling, darüber darf ich nicht sprechen. Es ist ein Geheimnis, das nur die Löwen kennen. Bitte vergessen Sie das alles und helfen Sie mir, dieses verflixte Rätsel zu finden, ja? Die Schau muss weitergehen. Wohlan denn, gnädige Frau. Wir helfen Ihnen bei der Suche. Sie fährt es Ungeziefer. Entschuldigung, ich freue mich gerade selbst drüber, wie unbewusst mir das fette Ungeziefer rausgerutscht ist. Na, gefällt es dir, Nadelstreifen? Oder muss man dich erst wieder mal aufziehen? Oh, Entschuldigung. Nein, es ist nur... Dieses Bild hat etwas an sich. Ich weiß, was du meinst, Ernest.
Ach ja, dieser alte Schinken. Er war einer von Maximilians Lieblingen. Das ist schon ganz bezaubernd, oder nicht? All diese Menschen, die um diese Blume herum Händchen halten. Ihm gefiel die Symbolik, glaube ich. Spannenderweise sind es 8. Ob er wohl dazugehörte? Er war immer dafür, dass man sich zusammenarbeite, Hand in Hand. Dass man zusammenarbeitet, Hand in Hand auf ein gemeinsames Ziel hin. Er mochte seine Mitmenschen, wissen Sie? Mr. Richmond hat den Menschen immer geholfen? Sie kannten Mr. Richmond wohl sehr gut, oder, gnädige Frau? Oh ja, Maximilian und mein verstorbener Gatte waren enge Freunde. Wie schade, dass er nicht mehr unter uns weilt. Entschuldigung, ich wollte Ihnen keine schmerzhaften Erinnerungen bereiten. Das ist schon in Ordnung, Liebchen. Ich bin ziemlich hart im Nehmen, wissen Sie? Ich habe auf keinen Fall das Frustfressen angefangen, nein, nein. Das ist ein wunderschönes Bild, oder? Die rote Blüte ist so strahlend und lebensecht. Ich mag vor allem die Einfachheit, dass es nur eine Blume ist. Es ist einfach sehr bereichernd, ein solches Gemälde zu betrachten, oder? Oh, bist du jetzt auch Kunstkritikerin? Entschuldigung, ich dachte, du bist Detektivin, die auf ihr Bauchgefühl hört. Sei nicht so sarkastisch, Shirl. Ich habe eine ganze Menge über Kunst zu sagen, weißt du? Du hast über ganz schön viele Sachen was zu sagen. Oh, halt, dieses Bild. Jetzt gib doch mal Ruhe, Kate. Ich habe schon verstanden, dass du Blumen magst. Nein, es geht um den Rahmen. Ich glaube... Oh bitte, jetzt bloß keine lyrischen Lobgesänge auf den Rahmen. Nun schau sich das eine an. Der war ja umgedreht. Er drehte sich, als ich ihn anschob. Dahinter muss eine Art Mechanismus sein. Aber abgesehen davon, dass sich das Bild gedreht hat, ist nichts passiert, oder? Halt, schaut euch mal das andere Bild an. Es ist umgeklappt. Und kam es mir nur so vor, oder ist auch diese Schublade da aufgesprungen? Ich glaube, das muss mal näher in Augenschein genommen werden. Werden. Das hat ein bisschen was von einem coolen, von einer coolen Escape Room Mechanik. Da sind nur ein paar seltsame Tafeln in der Schublade. Ich frage mich, wofür die sind. Tja, lassen wir sie erstmal liegen und schauen wir uns das Bild an. Oh, hat sonst noch jemand Schwierigkeiten zu erkennen, was das da sein soll? Sag nichts, Cat. Das ist Kunst, richtig? Ich weiß es nicht. Selbst aus einer künstlerischen Perspektive scheint da irgendetwas nicht zu stimmen. Da fehlt irgendetwas. Nicht schlecht, Liebchen. Haben Sie das Rätsel gefunden? Oh, ich fürchte nicht, gnädige Frau. Es ist nur ein recht ungewöhnliches Bild. Ja, wirklich ungewöhnlich. Selbst für ein abstraktes Gemälde wirkt es zusammengewürfelt. Ja, halt! Zusammengewürfelt? Das ist es! Das Bild selbst ist das Rätsel. Das ist definitiv rätselhaft. Langsam habe ich allerdings das Gefühl, dass Kunst das immer ist. Nein, Shirl. Wir werden das Bild schon zu sehen bekommen, sobald wir das Rätsel gelöst haben. Lass uns das Bild wieder zusammensetzen. Schiebe jedes Teil des Bildes an die richtige Position und platziere danach das große Teil außerhalb des Bildes an der leeren Stelle. Drücke. Ja, okay. Kann ich bitte erstmal alles rausnehmen oder ist das so schiebepuzzelmäßig? Es ist so schiebepuzzelmäßig. Ja, fuck me. Ich würde sagen, das Teil ist richtig. Und das Teil muss oben in die Ecke. Aber wie kriegen wir das da hin? Weil ich ja heute schon so erfolgreich mit Schiebepuzzeln war. Uff. So. Entschuldigung. Ah, nach müde kommt doof und so. So, das war doch schon mal ganz gut. Langer Tag heute. Ach, wir sind jetzt bei knapp 9 Stunden. Das sieht hier auch schon richtig aus. Dann muss eigentlich nur noch das Teil nach unten, oder?
Schieben dich dahin. Oh, aber wie kriege ich das jetzt darunter? Warte, warte, warte. Wie kriege ich das dahin, wo ich es hinhaben will? Das ist doch doof so. Kann ich... ich das erstmal ganz nach hier schieben? Und das einen runter? Ich muss das, glaube ich, alles... nee, das funktioniert so nicht. Du musst hier hin. Ich glaube, ich muss das Ding hier unten... ich muss hier schon nochmal alles wieder rücken, oder? Vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon. Okay. Na, jetzt komm schon. Ach, crap, das geht auch so wieder alles nicht, oder? Wobei. Ja, fast gut. Fast gut. Warum krieg ich denn den Shit nicht gedreht? Kann ich... ach, komm schon. Ach so, ja, natürlich kann ich das da nicht hinziehen. Das macht vollkommen Sinn. Nee, das bringt so gar nichts. Wie kriege ich diese Teile aneinander vorbei? Sowohl nicht. Jetzt würde ich das dann hochkriegen, aber jetzt ist der Brocken im Weg. Ah, puh. Ich habe mal eine Idee. Vielleicht fangen wir das einfach anders an. Ja, wobei, so viel bewegen können wir ja nicht. Wie habe ich das überhaupt angefangen? So, glaube ich, ne? Nee. Ja, ist ja richtig sinnvoll, was ich hier mache. Du musst es ganz hoch. Oh, dass man... manchmal auf diese Teile drückt und sie sich dann einfach nicht bewegen. Ist halt so, seriously, Kids. So, du hier rüber. Du noch hier. Aber dann kommen wir wieder an die gleiche Stelle wie eben. So kommen wir halt auch nie weiter. Hallo, kannst du da reingehen? Ja, wir kriegen das doch so alles nicht getauscht. Wie zur Hölle kriege ich dieses Dreierteil darunter?
Endeffekt ist das Rätsel wieder in 17 Zügen machbar, ja, mit Sicherheit. Ich frage mich, ob ich halt falsch anfange und dann einfach ein Problem habe, weißt du? Das hielt ich bis eben noch für eine richtig gute Idee, aber je länger ich drüber nachdenke, nun vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Ich war total happy, dass ich das Teil zumindest, also dass ich das Querstück jetzt unter dem Teil habe. Aber das, das komme ich hier halt nicht weiter. Wobei, wenn ich das jetzt... Jetzt stecke ich hier fest, Crap. Aber wir sind immerhin einen Schritt weiter. Wir haben immerhin einen Teil dahin gepackt, wo es hingehört. Nee, haben wir nicht. Bullshit, ich habe einfach alles rückgängig gemacht. Never mind. Ja, großartig. Das bringt halt nichts. Also das Teil zu bewegen, ist als erstes schon richtig. Steck das Mittelteil einfach rein, mit ein bisschen Druck geht das. Ah, oh. Ich glaube, der Anfang ist halt schon gar nicht verkehrt. Nur irgendwo ralle ich dann was nicht oder biege falsch ab. Eins von beidem. Dass halt wenigstens zwei hochginge, ne? Aber nicht. Im Notfall mach ein Foto von allen Teilen, druck's aus, klebt die Formen dann passend in den Bilderrahmen. Dann hast du das Schieberätsel nicht mehr. Ja, beste Idee. Das hilft mir total weiter. Oh, fertig. Also der Punkt ist, das Teil und das Teil, die sind eigentlich richtig. Aber die müssen halt safe bewegt werden. Und das ist so, glaube ich, schon echt in Ordnung.
Ich muss doch von hier irgendwie weiterkommen. Warum soll ich das Bild als Wallpaper haben? Was? What? Will das Bild nicht haben? Alter, kann ich bitte dieses Teil greifen? Okay. Ich hab keinen Bock mehr darauf. Gib mir Hinweismünzen. Ich hab schließlich noch 220. So. Der letzte Teil liegt in der Mitte des Bildes. Ja, kein Scheiß. Musst also Platz schaffen. Ja? Das habe ich verstanden. Die Teile oben links und unten links musst du überhaupt nicht bewegen. Okay. Muss ich nicht? Aber wie soll ich das dann machen? Also ich muss die schon bewegen wahrscheinlich. Sie wollen mir nur sagen, dass die am richtigen Ort sind, oder? Zuerst bewegst du alle Teile, bei denen das geht, gerade nach unten. Dann kommt das L-förmige Teil in der Mitte, zwei Plätze nach rechts und anschließend bewegst du das längliche Teil links nach rechts unten. Also erstmal alles nach unten, dann das L-förmige Teil in der Mitte, zwei Plätze nach rechts. Ja, das ist, glaube ich, auch das, was ich bislang gemacht habe, nämlich dich nach unten, dich nach unten, dich nach unten. Wait. Aber ich kann das keine zwei Plätze nach rechts bewegen. Warte. Zuerst bewegst du alle Teile, bei denen das geht, gerade nach unten. Dann kommt das L-förmige Teil in der Mitte zwei Plätze nach rechts. Also ich bewege alle Teile, bei denen das geht, nach unten. Gerade. Dich und dich und dich. Und wie soll ich das L-förmige Teil in der Mitte dann zwei Plätze nach rechts bewegen? Also ein Ja. Die meinten einmal. Okay. Ist ja eine tolle Lösung. Anyway, anschließend bewegst du das längliche Teil links nach rechts und unten. Ja, okay. Also so und so. Das ist auch quasi das, wie ich angefangen habe, oder? Also so war ich schon richtig. Gut. Bewege das L-förmige Teil oben in der Mitte zurück nach links und anschließend das vertikal L-förmige Teil rechts wieder nach oben. Nachdem du das horizontal längliche Teil nach rechts verschoben hast. Okay. Also dich wieder zurück, dich wieder zurück. Oh, okay. There we go. Das war der einzige Trick, der mir gefehlt hat. Jetzt ist es halt easy. Das ist halt, wenn du einmal falsch abbiegst bei dem Ding, ne, hast du halt voll gelitten. Ich habe das Gefühl, dass vielleicht... Zum Glück habe ich das richtig gemacht. Zum Glück habe ich zwei Hinweismünzen mehr verbraucht, als nötig waren. Aber okay.